Hallöchen YouTube, da sind wir wieder. Ich habe offscreen Pikachu eben schnell geheilt und wir surfen jetzt hier noch ein bisschen weiter das Gebiet ab. Hier dürfte aber nicht mehr allzu viel sein. Da ist noch ein Trainer, den nehmen wir natürlich noch mit. Oh, da unten können wir was einsammeln, da liegt ein Pokéball unter Wasser. Also wir können an diesen Wasserstuhl nicht nur Pokémon angeln, wir können da auch Items angeln. An einem speziellen Wasserstuhl kann man zum Beispiel Silberkronkorken angeln, aber das ist Grinding und die kriegt man auch ein bisschen einfacher. Gasteller. Aber wir haben keine Ladestrahls oder fast keine Ladestrahls mehr. Giftspitzen sind nicht so wild, wenn wir nicht wechseln. Was ich auch ehrlich gesagt nicht vorhab. Ein Ladestrahl muss ja reichen. Auch ungeboostet. Bye bye, Gasteller. Oh, Agrosteller ist auch übel. Defensiv ein absolutes Tier. Eine Wall vor dem Herren. Ein Neuer vom Feinsten. Entschuldigung, da war ein kleines Bäuerchen. Das kommt schon mal vor nach so einem Benange. Ja, ich habe vor der Folge gerade eine Banane gegessen. Ein Gegengift. Hier passiert auch nicht mehr viel. So, hier. Hallo. Hallo, Sie. Ba, 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 ba. Muchas. Muchas gracias. Nur ein Donnerschock. Oder einfach Schutzschild. Natürlich. Wetten, das wird ein dreister Versuch eines Double Protects. Wetten, wetten, wetten. Panzerschutz. Was für ein Folgentitel, das habe ich gerade erzählt. Ich weiß doch jetzt nicht mehr, was ich ihm erzählt habe. Ach, muchas gracias. Stimmt, wäre gar nicht schlecht. Merken wir uns mal. Corazon, nein, ich möchte nicht wechseln. Corazon ist zwar Wassergestein, wenn mich alles täuscht, aber Elektro trifft ja Gestein neutral, also durch den Wassertyp trifft es sehr effektiv. Macht aber trotzdem nicht viel. Und direkt die Fullpara. Ich alter Lacke. Blubstrahl. Der könnte ein bisschen wehtun. Tut er auch. Oh, sind wir jetzt langsamer? Ha, wir sind immer noch schneller. Und damit war es das auch mit Corazon. Pikachu leveln wir jetzt hier in diesem einen kleinen Gebiet tatsächlich ein bisschen davon. Aber wie gesagt, das ist gar nicht schlimm, weil Pikachu wird danach relativ lange nicht viel zu tun haben. Ach scheiße, hier kamen wir ja gar nicht. Kamen wir hier hin? Doch, hier kamen wir hin. Die Dönerwelle. So, hier, wir angeln hier einfach mal. Gucken, was... Oh, ich habe die Angel zu früh eingezogen. Entschuldigung, ich habe A gemasht. Siehst du, jetzt haben wir ein Item geangelt, eine Perle. Wenn man irgendwie ein bisschen am Farmen ist mit der Angel, dann angelt man so viele Perlen. Da kann man richtig gut Kohle machen. Was man eigentlich gar nicht braucht. Weil man kriegt auch so genug Geld und das Züchten kostet nicht mehr so viel und das ist alles gar nicht mehr so wichtig. Hallo du! Wenn du dir nicht den Tanz von Captain Chiara anschaust, verpasst du etwas. Na los, ab mit dir in den Vela Vulkanpark, du wirst es nicht bereuen. Okay. Knie juckt.
Pass auf. Wir Donnerwelle hin, Donnerwelle her. Wir nehmen jetzt Pampuli nach vorne, Mary Sue. Und lassen Pikachu mal ruhen, denn Pikachu hat genug gekämpft. Ja, der Command funktioniert. Glaubt es kaum. Hallo Dragosso. Hallo, hallo, hallo Dragosso. Tötet hier eine Dampfwalze ein Level höher? Nein. Dampfen mal. Eine Dampfwalze, ich weiß nicht, ob das eben einfach nur ein schlechter Roll war oder so, aber wir dürften das auch so schon gefangen kriegen. Oh, guter Einwand. Danke fürs Folgen. Ja, natürlich kann solche Commands jeder nutzen. Guter Einwand, Lin, wir fangen ein männliches, denn dann haben wir auch schon einen Spitznamen. Das ist eine gute Idee, vor allen Dingen, weil es auch ein bisschen passt sogar. Knochiges Gesicht. Finde ich sehr gut, die Idee. Und Dragosso gibt es hier viele. Dragossos, Dragossanten. Noch ein weibliches, wir flüchten. Tschüss. Okay, wir gehen hier einfach ganz normal weiter. Irgendwann, ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit rum. In einer Grasfläche. Den ersten Hypertrank, den zweiten, ich weiß es nicht. Haha, vorbeigeschlichen. Nein, wir kämpfen natürlich gleich gegen die Trainerin. Keine Frage. Ein Datiri wollen wir nicht. Hi. Hier wird gerade schon wieder gebohrt. Hallo Babsi. Dann wollen wir mal, wa? Ein Mauzi. Oh. Warum mache ich denn nicht Doppelkick? Welches Level brauchen wir oder welches Level hat der Herrscher, der nächste? Das nächste Herrscher-Pokémon. Könnte das mir mal jemand mitteilen, dass ich weiß, wie weit ich trainieren kann, sollte, müsste? Nein! Ich wollte nicht pflügen, ich wollte doppelkicken. Ja, ja. So, jetzt bitte. Ich hätte auch noch eine Dampfwalze machen können. Ich wollte einfach... Und dann komme ich auf den Flüger. Es kostet doch nur unnötig Zeit. Zack. Und da reden wir schon wieder 1000 Poké-Dollars. Wir heilen kurz. Guck mal, der nimmt einen super Trank für das bisschen. Noch einen. Scheißegal, Kohle haben wir. Die wird uns auch nie ausgehen. Weil ich werde hier nicht so viele TMs kaufen, habt ihr ja schon gesehen. Hallo. Ich bin eine der drei Vulkanschwestern und obendrein noch die süßeste. Durch diesen Tunnel gelangst du zum Gipfel des Vulkans. Level 22 ist der Herrscher. Okay, 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 okay. Da wollte ich noch gar nicht rein. Dann müssen wir hier ein bisschen... Dann müssen wir zumindest Pampuli trainieren. Ich dachte, der Weg wäre ein wenig länger. Dann besteht der Rest des Parts wohl ein bisschen aus Training. Weil, Magby
Weil mit einem Level 19 Pokémon will ich da dann nicht rein. Alter, wie weh so eine Glut einfach tut, ey. Weil ich glaube, wenn wir oben auf dem Gipfel sind, die Prüfung ist nicht mehr weit weg dann. Datiri, da können wir natürlich nicht so viel gegen machen. Feuer ist es noch nicht. Wenn, dann wäre es Feuerflug, könnten wir mit Bodenattacken nichts ausrichten. Insofern vor Datiri flüchten wir mal ganz gepflegt. Es gibt noch die Seitenpfade links und rechts vom Vulkan. Ach, da können wir hin vor der Prüfung. Na gut, dann gehen wir gleich mal weiter. Dann suchen wir uns jetzt ein Tragosso, ein männliches. Und wenn wir das gefangen haben, dann gehen wir einfach weiter. Ob ich den OP-Teiler mal anmache? Ich weiß es nicht. Nee, wir gehen mal hoch. Oben werden wir auch geheilt, wenn mich nicht alles täuscht. Hätte ich die Tränke gar nicht verwenden müssen. Ich glaube hier, von ihr. Ja. Wir gehen jetzt hier erstmal links lang. Das fällt mir nämlich gerade im Moment ein, dass da auf jeden Fall ein Weg lang geht. Wassergestein oder Boden. Ja, haben wir alles dabei, aber die Pokémon sind noch nicht stark genug. So, hier ist, glaube ich, irgendwo auch so ein Zygarde-Ding hier. So eine Zelle. Und hier ist ein Item. Hallo? Oh, eine Holzkohle. Verstärkt Feuerattacken, kriegt dann einen Knogger. Aber wir haben kein Tragosso gefangen. Ja, eine der drei Vulkanschwestern. Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern. Und dazu noch die reizendste. Du bist so reizend. Da bin ich ganz gereizt. Vielleicht spielt sie auch gerne Skat. Und ist deswegen so reizend. Mann, ich will kein Datiri. Ich will kein Datiri. Nein, Flucht. Flucht gescheitert. Weil wir so lahm sind, so langsam sind. Da, 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 da. Dankeschön. Alles voller Datiris hier. Ob wir nochmal ein Tragosso finden werden, ob es männlich sein wird, Fragen über Fragen. Oh, jetzt habe ich mich gesehen. Dann zeige ich dir mal das Elite-Kadabra eines echten Astre. Oh, Kadabra. Abracadabra. Simsala. Bim. Eigentlich müsste es noch eine Weiterentwicklung geben, die Bim heißt. Ein Kadabra. Wir wechseln auf Sally. Hallo. Und ein Biss. Ja, KI at its best. Kadabra ist One-Hit. Ich weiß gar nicht, ob Kadabra andere Offensivattacken auf dem Level hat als Psystrahl. Mary Sue erreicht Level 20. Das ist schön. Da ist eine TM. Die holen wir uns auf jeden Fall. Sacken wir die ein. Tragosso, sei männlich. Jawoll! Ich gehe kein Risiko ein. Es sind jetzt 4 Level dazwischen. Da stampfe ich lieber 1-2 Mal mehr. Und dann sind wir da safe.
Ja, da können wir jetzt schon fangen. Nicht Beutel, direkt Y. Wir nehmen Superbälle, wir haben genug Superbälle. Eins. Zwei. Drei. Gefangen. Dragosso wurde gefangen. Dankeschön. Da gibt's lecker Erfahrungspunkte für. Für Dragosso wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. So. Möchtest du Dragosso ein Spitz... Oh, ich habe den Pokédex-Eintrag nicht vorgelesen. Tut mir leid. Holen wir gleich nach. Und der Name wird sein. Vorschlag fand ich sehr gut. Deswegen auch männlich. Und einfach, weil es passt. Bisschen knochiges Gesicht. Garrus. Wer ihn nicht kennt, der sollte Mass Effect spielen. Oder schauen. Vorzugsweise bei mir. Erstmal in die Box. Erstmal in die Box. Wir machen erstmal mit dem Team weiter, was wir hier haben. So, Amphira, wenn wir ein weibliches finden, fange ich eins. Felsgrab. Felsgrab ist tatsächlich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich werde aber hier nicht nach einem weiblichen Amphira mit aller Gewalt suchen. 95-60. Wir haben hier 90-50. Felsgrab ist auch physisch, ne? Ja, es gibt wenige spezielle Gesteinsattacken. Wir machen aber einfach mal den Silberblick weg. So, haben wir zwei Gesteinsattacken auf Rex. Das ist sehr gut. Ich möchte keine Fotos machen, das funktioniert ja nicht. Ich möchte das nicht. So, ist hier noch irgendwas? Ein Trainer. Ja, fast übersehen, geht ja mal gar nicht. Hallo Sie, bitte kämpfen Sie mit mir. Haben wir überhaupt schon einen Molunk gesehen? Ist uns schon eins über den Weg gelaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wanderer Oskar setzt Kiesling ein. Hallo Kiesling. Kiesling neigt dazu, Robustheit zu haben. Eine sehr nervige Attacke, die wir aber mit dem Doppelkick... Ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht reichen, Doppelkick, aber damit könnten wir sie umgehen. Nein, das reicht nicht. Ah, Bruchrüstung. Sehr schön. Nochmal Bruchrüstung. Yay. Jo, die Lehmschelle, die haut richtig rein. Und der, das, ja. Genauigkeitssenkung macht hoffe ich nichts aus. Ja, es ist jetzt schneller als wir, natürlich. Ist ja klar. Und trifft eh fünfmal. Weil es Bruchrüstung und Wertelink hat, ja. Oh, dreimal nur. Ja, und daneben. Natürlich. Na bitte. Wir waren übrigens gerade bei plus 6 Verteidigung. Mach Hollo. Gegen Kampf habe ich gar nichts dabei. Ganz kurz das nachgucken. Wir nehmen Neptun. Ich muss gerade mal gucken. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob Kampf-Pokémon eine Feenschwäche haben.
Deswegen musste ich kurz auf meinen Spickzettel gucken. Ah, der Fußtritt tut ein bisschen weh. Boah. Oh, gut, jetzt fressen wir wahrscheinlich noch einen. Ein Geowurf. Der macht Schaden in Höhe des Levels des Gegners. Shadow, mal eine Frage. Morgen Abend TS Season. Ich glaube fast nicht. Ich weiß es noch nicht genau, Shadow. Aber ich glaube eher mal nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Dann haben wir hier soweit alles. So, jetzt sind wir gleich wieder unten. Liegt noch ein Item. Ein Feuerheiler. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen trainieren. Weil, wie gesagt, mit einem Stufe 20 Pokémon gehe ich mit Sicherheit nicht in die Prüfung. Also Herrscher-Level hätte ich schon gern. Am besten auch, am liebsten auch noch mit einem zweiten Pokémon. kann sein, dass Seek and Destroy morgen Abend da ist, Shadow. Der hat auch gesagt, dass er mitmachen wollte. Ich kann natürlich auch, wir beenden die Folge jetzt und ich trainiere eben schnell offscreen. Ich glaube, das machen wir so. Das machen wir so. Dann machen wir an dieser Stelle einen Schnitt. Sind beim nächsten Mal mit entsprechend gelevelten Pokémon wieder da. Und stürzen uns in die Feuerprüfung von Kiave. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.